Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 4 von Simotrans mit dem Comic Pack Version 0.6. Ja, Apolda und Grimma, das ist unser Ziel, diese Folge, die beiden Städte zu verbinden. Kleine Kutschentour zweimal und dann mit Schiff. Später vielleicht mit einer Brücke, die ja nicht im Angebot ist, oder? Hat sich da was geändert? Ich glaube nicht. Nein, es gibt hier noch keine Brücken und wenn die Brücke dann da ist, macht man das sicherlich mit der Brücke vielleicht, aber dann könnte man die Schifffahrt natürlich auch weiter nutzen, um von diesem Teilkontinent oder wie man das nennen möchte, wegzukommen. Ne? Da würde ich sagen, nach dem Intro starten wir da mal. Bis gleich. So, dann wollen wir mal loslegen. Wir werden erstmal eine Bushaltestelle bauen müssen. Die machen wir mal dahin. Dann basteln wir hier eine Straße, die jetzt nicht unbedingt den besten Weg hier runter finden wird. Wahrscheinlich, aber geht so. Und werden da eine Bushaltestelle bauen. Ja, WASD, ne? Brauchen wir nicht hier in diesem Spiel. Da brauchen wir die Pfeiltasten. Gehen kurz hier runter und hier wollen wir das gleiche in grün machen. Ich glaube, hier ist eine gute Anlegestelle. Dann gehen wir da mal hier hin und machen da auch eine Bushaltestelle hin. Da auch. Dann haben wir das. Doof ist, dass wir zwei Depots bauen müssen, aber da kommen wir wohl nicht drauf rum. Ach komm, dann mach das mal gleich sofort. Hier in Städtchen machen wir ein Depot. Und das ist hier. Und dann können wir gleich schon die Linie basteln. Filtern wir hier für Fahrzeuge. Neue Linie, die von dort nach dort geht. Oh, ich habe die Pause noch drin. Das ist dann Grimma. Das ist, wie nennt man denn so einen Bus? Der 2 Transitbus, ne? Dann nennen wir das TB. Grimma Hafen. Also hier müssen wir das so machen, denke ich mal. Das ist schon beides drin. Dann können wir das schließen. Können das ausschließen. Gehen da rein. Holen uns zwei 25er Pferdchen mit einer 25er Kutsche. Und setzen die auf die neue Linie. Transfer Grimma Hafen und starten die. Die fährt da jetzt hin und her, das können wir auch so zumachen. Jetzt können wir hier oben, da machen wir Stadtbus, weil das nahe dran ist, hier unten ist weiter weg. Jetzt machen wir hier ein Schiffchen hin. Ich glaube, wir hatten das genommen, ne? Oh ja, hatten wir wahrscheinlich nicht genommen, aber da unten ist jetzt so ein großer Anleger. Und dann war jetzt die Frage, wo hatten wir, bitteschön, ich glaube hier oben bei, wie hieß das, Borken. Bei Borken ist, das ist jetzt das, ja, richtige Fahrzeug. Ja, dann bauen wir da noch gerade einen Fahrplan. Neue Linie. Ist von hier nach da. Das passt. MS Apolda Grimma. Schuss. Fertig. Apolda Grimma. Kopieren, kopieren. Und den ersten schon mal starten. Entschuldigung. So, das haben wir dann auch. Und jetzt müssten wir hier noch Kutsche bauen. Da haben wir kein Depot. Das müssen wir erstmal haben. Ja, machen wir dahin. Dann gibt es da auch eine Linie. Die ist hier auf Land. Geht von da nach da, ist dann ja, Stadtbus Apolda.
weil das kurze Stück kann, wird, irgendwann wird es da drumherum gewachsen sein, gehe ich von aus. Stadtbus Apolda, Enter, fertig. Hier rein. Die schnellen Pferdchen mit der schnellen Kutsche und Stadtbus Apolda ist da, starten. So, jetzt sollten diese Bewohner nach da unten fahren können. Wir können hier schon das nächste Schiff starten lassen. Den machen wir zu, den machen wir zu. Eigentlich ist das schon fertig, oder? Es ist nur die Frage, wie wir stehen hier noch so. Da steht schon mal keiner, das ist klar. Da unten wird keiner spawnen, da wird, wenn wer, hingestellt werden. Und hier ist auch erstmal keiner. Und in der Kutsche ist auch niemand. Das wird eine Weile dauern, aber es funktioniert ja bestimmt, denke ich. Sehen wir dann in einer der nächsten Folgen wahrscheinlich, was da passiert ist. Oh, hier, Helgoland. So, was haben wir hier für ein Städtchen? Ah, das ist aber angeschlossen, ne? Waldkirch sind wir doch da schon unterwegs, ne? Ja, ja, Waldkirch Grimma oder Waldkirch Apolda kann man dann anfahren, ne? Ist definitiv so klar. Ja, wir sollten dann jetzt mal gerade gucken, wo wir noch ein Städtchen haben, was wir anschließen können. Also hier ist ja nichts. Hier war auch nichts. Und das springt immer so. Ich weiß nicht warum. Was ist das eigentlich? Blumenwiese, sehr interessant. Und noch eine Blumenwiese in einer anderen Farbe. Also hier ist jetzt keine Stadt. Hier haben wir Langenfeld und Borken. Die sind angeschlossen. Da könnte man noch die Burg anschließen. Aber wir wollen erstmal die Städtchen machen. Hier ist... Oh, Wülfrath. Wülfrath wäre dann ein Kandidat, den wir definitiv auch irgendwo mit verbinden könnten. Ne? Vielleicht hiermit. Mit Barstein. Ja, wäre vielleicht eine Idee, oder? Dann kriegt Barstein hier noch einen Halt. Und hier ein Hafen. Gucken wir mal, dass wir die Straße hier so runterziehen. Machen wir bis dahin. Gibt es hier eine Bushaltestelle und da eine Bushaltestelle? Das passt schon mal. Oh, das ist nicht angeschlossen. Da muss ich aufpassen. Ich muss bei den anderen noch gucken, ob das da genauso ist. Aber die hätten schon gesagt, sie finden keinen Weg mehr. So, der kann auch weg und dann passt's. Hier müssen wir noch ein Depot hinpflanzen. Dann eine Linie organisieren. Neue Linie. Von da nach da. Ich nenne die auch erstmal Transitbusse. Barstein war das hier, ne? Ja. Transit Warstein Hafen. Schuss erledigt, Kutsche drauf, die Pferdchen mit der Kutsche und Transitbus Warsteinhafen und natürlich starten. Ist erledigt. Jetzt gehen wir nach, was war das, Wülfrath? Wo ist Wülfrath? Da. Wülfrath hat es natürlich besonders schwer, aber ich glaube, den Hafen setzen wir hier hin. Ja, kommt dann so aus. Briefkasten nein und dahin. Und Depot müssen wir natürlich auch noch bauen. Das ist immer der teure Spaß hier dann dabei. Aber dem ist dann halt so. Kann weg, kann auf. Neue Linie von da nach da. Und das ist... Ja, ich glaube, da können wir Stadtbus nennen. Ist das so richtig geschrieben, Wülfrath? Ja. Schuss. Weg. Rein da, der kann da hinten auch weg. Pferde. Kutsche. Stadtbus Wülfrath. Da. Starten. Fertig. Ab in die Hafenanlage. Dahin, nach Warstein, dahin. Gut, neue Linie,
Wasser. Hier. Ah, ne, erst noch neue Linie anklicken. Wasser da. Wasser da. Passt. Motorschiff, was keins ist, aber egal. Warstein. Wülfrat. Schuss. Kommt. Schließen. Das kann zu. Das kann zu. Dann gehen wir auf die Karte. Hier oben nach Borken war das. Ne? Da war unser Depot. Wo ist Borken jetzt? Ne, hier ist es. Knapp daneben ist auch vorbei. Ein Schiff auf Warstein-Wülfrat. Kopieren wir auch wieder zweimal und starten. So. Jetzt müssen wir gleich noch einen Angriff nehmen, dass das fährt. Wie sieht es hier mit dem, der dadurch alles durchfährt, aus? 16 und keiner ist dran. Wow. Aber hier warten schon 9 auf ihn. Das ist ja schon mal was. Wie sieht es hier aus? Da warten 6, also der Verkehr funktioniert da. Wie sieht es hier oben aus? Da ist niemand. Und hier ist auch niemand, das ist schlecht. In der Kutsche sind aber 3 dran, dann passt das schon mal. Da fahren welche hin und her. Also ist die Linie richtig aufgebaut. Hier ist zwar noch keiner. Vielleicht ist hier schon geliefert. Ja, da sind auch schon 3 bei Apolda. Da können wir das nächste Schiff losschicken. Entschuldigung. Ja, da sind wir schon mal gut unterwegs. Wir haben jetzt Wülfrat auch verbunden. Die beiden sind hier verbunden über Zug, sind mit dem verbunden. Was haben wir hier noch sonst so? Ja, ich glaube, wir müssen mal einmal noch die Karte vielleicht abgrasen. Also hier ist nichts mehr drauf auf der Insel oder Teilkontinent. Hier hatten wir die 2er. Warstein, oh. Und Weilheim. Sonst ist hier nichts, ne? Nicht, dass ich, ja, da unten ist noch eine Burg, aber die können wir mal irgendwann später anfahren. Geislingen haben wir da, da ist aber schon eine Straße dran. Ne? Die fahren ja auch alle hier schon schön, da ist auch eine Kutsche, die voll ist. Das passt schon mal. Hier ist eine Burg. Greifswald haben wir hier unten auch angebunden. Mit Übach. Da fährt auch welche. Hier gibt es keine Stadt, ne? Was sagt denn so eine Liste hier? Mit Städten. Stadtliste. Kann man hier irgendwo nach was Tollen sortieren? Wachstum. So sortieren ist Geislingen. Geislingen wächst am besten und Wülfrat wächst natürlich jetzt auch, weil da auch was anliegt. Apolda haben wir, Langenfeld haben wir, Grimma, Borken, Bielefeld, Ganderkäse, Ganderkesee, so heißt das, Ganderkäse. Neuss haben wir, Warstein haben wir, Greifswald, Ruderstadt, Weilheim, überall. Alle Städte sind irgendwie mit irgendeiner anderen Stadt verbunden, das ist schon mal gut. Statistik, Wachstum. Kann man hier nichts sehen. Städte, okay, 16. Hoch. Fabriken haben wir keine, ist klar. Passagiere, wir haben 13.818 Passagiere schon, sehr schön. Verhältnis 6%, keine Ahnung, was für ein Verhältnis das ist. Stadtautos wollen wir jetzt nicht. Fahrzeuge haben wir 39 abgeschickt. Einen? Nee, keinen. Post wäre auch da, aber fährt noch nicht. Angekommen, Waren haben wir nicht. Okay, Monat, aha. Wachstum ist da mal gewesen und ich glaube, das ist ja der aktuelle Monat. Aber obwohl, das ist hier unten auch nicht mehr auf der Nulllinie, sondern etwas höher. Passagiere sieht man so, sehr gut. Okay, das läuft alles, würde ich sagen. Letztes Schiff noch auf die Reise. Dann haben wir überall was los. Ich glaube, das war jetzt Wülfrat-Warstein gerade, die Schiffe. Und die werden irgendwann hier auch ankommen, werden dann natürlich vor Tatsachen stehen, dass hier Tausende von Passagieren warten. Okay, die 6 warten allerdings auf den Zug.
Hier ist aber angeschlossen. Ich muss noch mal gucken, ne? Nicht, dass ich hier was, aber das würde, die Kutsche würde ja sagen, ich kann hier nicht hinfahren, ne? Ja, hier ist leider noch nichts. Da ist auch nichts und in der Kutsche sitzt auch niemand. Also bei Wülfrath Warstein ist jetzt gerade ein bisschen mau, ne? Weilheim. Ja, das ist halt ein Zusatzgeschäft hier, das muss man so sehen. Wie 300.000 Miese haben wir schon. Wie sieht denn unser Wert aus? Finanzen, Betriebsgewinn, also Gesamtvermögen ist 154.000. Wir sind da noch gut unterwegs, haben aber eine sehr schlechte Marge. 2 Monate Kontoüberzogen steht da. Fahrzeugwert ist aber mehr wie Kontostand. Also, das gleicht sich aus. Ja, das wird mit der Zeit hoffentlich werden. Oh, hier warten jetzt welche auf Wülfrath 3. Wunderbar. Das heißt, auch diese Schiffslinie funktioniert. Haben wir alles richtig gemacht. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, soll es für die Folge wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Ich denke mal, nächstes Mal verbinden wir zum Beispiel hier Warstein mit dem Festland oder so, mit dem Hauptland. Ne? Bis dann, ciao.